Okay, Leute, weiter geht's bei Let's Play Adam of Destiny. Yay! Was haben wir beim letzten Mal gemacht? Genau, wir haben den vierten Charakter bekommen, Alex, den Bischof, von dem ich mir direkt mal angucken werde, was dieser Typ denn so drauf hat. Techniken. Heilung, Genesung. Aha. Frostbrecher, friert bestimmte Objekte ein. Musik. Oh, das klingt. Wieso kann ich das außerhalb benutzen? Moment! Stopp! Wenn ich schon so eine Technik habe, was kann ich hier. Hier, komm mal her. Techniken. Ja, und du? Ah, schade. Hätte ja sein können. Vielleicht der Brunnen? Ich meine, es bringt zwar wahrscheinlich nichts, wenn ich den Brunnen kaputt mache, aber ich werde ihn ja nicht ohne Grund einfach hier verwenden können. Das wäre ja Quark. Das wäre Quatsch. Aber mir fällt auch spontan sonst nichts anderes ein. Mal gerade gucken, was Alex für ein Level hat. Der hat Level 20. Ah, wir sind meiner Meinung nach unterm Level. Wir sollten auch ungefähr 20 in dem Zeitraum sein. Sind wir aber jetzt leider nicht. Ja, deswegen. Ich weiß, ich sag's ja nicht in jedem Part, aber ich werde das wahrscheinlich bis zum nächsten Part machen. Ja, das Problem ist, das ist alles eine Zeit, Frage der Zeit und ja, ihr kennt das ja, ne? So, na Kollegen. Prinzessin, was gibt es, Alex? Ich hoffe, du fängst nicht wieder damit an. Wen hast du eigentlich mitgebracht? Das neue Bedienstete, die du mir vorstellen möchtest? Bedienstete. Ich glaube, das wird mit EE geschrieben, mein Guter. Ich bin mir aber auch nicht 100% sicher, aber ich meine schon. Mitnichten, Prinzessin. Das sind Erika und ihre Gefährten. Ich habe euch bereits von ihnen erzählt. Fängst du schon wieder an? Alex, ich möchte nichts mehr davon hören. Guten Tag, Prinzessin. Mein Name ist Erika. Ihr müsst eurem Berater vertrauen. Er... Ich habe nicht nach eurem Namen gefragt. Ihr unterstützt Alex doch bloß bei diesen Hirngespinsten. Deswegen könnt ihr gleich wieder gehen. Jetzt hör mal her, Prinzessin. Wir sind nicht den ganzen Weg hierher gekommen, um uns von einer arroganten... Marlin! Bitte verzeiht, Prinzessin. Sie hat es nicht so gemeint. Lass es, Alex. Ich habe schon verstanden. Das wird Konsequenzen für euch haben. Ich habe es nicht nötig, mich beleidigen zu lassen. Vater, ich verlange, dass die drei für eine Nacht im Kerker gesperrt werden. Wie bitte? Was ist los? Wieso bist du so aufgebracht, Rika? Sie kreuzen ihr auf, um mich beleidigen zu müssen. Das muss ich mir nicht gefallen lassen. Sie müssen lernen, wie man sich in einem Königshaus zu verhalten hat. Nun, meine Tochter. Warst du denn auch freundlich zu ihnen? Was? Also, ich... ja, das dachte ich mir. Rika, meine Tochter. Du bist die Prinzessin des Königreichs Crestor und damit die zukünftige Königin. Würdest du jeden gleich in den Kerker sperren, der sich etwas unglücklich ausdrückt? Aber du selbst hast mir doch immer gesagt, dass man als König mit harter Hand führen muss. Das stimmt auch. Hart und gerecht. Du musst lernen, die Grenzen zu erkennen. Bist du zu hart, wird aus dir ganz schnell etwas, was man im Volksmund einen Tyrannen nennt. Möchtest du eine Tyrannin werden? Tut mir leid, Vater. Du musst dich nicht bei mir entschuldigen. Ich glaube, es gibt da andere Leute, die lieber eine hören möchten. Verzeihung. Wie bitte? Tut mir leid, ich habe dich nicht verstanden. Du blöde... Rika, Schatz. Aber Mutter, du hast es gehört, sie provoziert mich absichtlich. Du bist eine Prinzessin, vergiss das nicht. Also verhalte dich bitte auch so. Ich entschuldige mich bei euch. Ich hoffe, ihr nehmt sie an. Schon vergessen. Also ich weiß ja nicht. Autsch, was soll das, Erika? Es tut ihr natürlich auch leid, wollte sie damit sagen. Ja, mir tut es auch leid. Genau. Schlagkräftige Argumente. Lasst mich euch bitte eine Frage stellen. Ihr seid zusammen mit meinem Berater Alex hierher gekommen. Habt ihr ein Anliegen? Oh, das ist schon gut, Vater. Wir haben alles geklärt. Ist doch gar nicht wahr. Du bist ja nicht mal bereit, uns zuzuhören. Fängst du schon wieder an? Wieso? So ist es doch oder etwa nicht? Rika, auch das gehört dazu, wenn du eine gerechte Herrscherin werden möchtest. Was? Sich von seinem Volk für dumm verkaufen zu lassen? Sei nicht so frech zu deiner Mutter. Sonst rasiere ich mir den Bart ab. Schatz, du darfst nicht wegkommen, wenn das Volk leidet. Du musst für sie da sein und ihnen helfen, sofern es dir möglich ist. Ja, Mutter. Wenn ihr unbedingt reden wollt, dann aber nicht hier. Folgt sie im linken Gang, wenn ihr zum Schloss Hinen kommt. Anschließend geht ihr die Treppe hoch und geht durch die zweite Tür. Alex und ich werden dort auf euch warten. Warum
Müssen wir den Weg jetzt selber laufen? Na gut. Ich schätze mal, irgendwas wird jetzt passieren. Ich habe auch eine Vermutung, wofür das Bücherregal rechts ist. Ich denke mal, wir werden irgendwann in den Kerker gesperrt und werden da rauskommen oder sowas. Vermutung. Mal abwarten. Schade. So. Da. Seid ihr Erika, Lia und Dingens? Ja. Dingens? Ja, das sind wir. Gut, dann tretet ein. Die Prinzessin wartet schon auf euch. Klopf, klopf. Hui. Und du hast noch nicht mal ein Bücherregal, aber ein Bett hast du. Gute Nacht. Wie? Hallo? Was soll das denn hier? Ich will ins Bett. Jedes andere Bett kannst du auch besteigen. So, da ist nichts. Eine Figur von Cäsar oder so, was man in dem Pixel-Matsch da so Cäsar nennen kann. Naja, kommen wir am besten direkt zum Punkt. Alex hat mir bereits von eurer Unterhaltung eben erzählt. Ihr glaubt also auch an diese äußerst fragwürdige Geschichte? Es gibt genug Fakten, die dafür sprechen. Blödsinn. So ein Blödsinn! Wieso weigerst du dich denn so sehr daran zu glauben? Vielleicht, weil ich nicht völlig den Verstand verloren habe? Ein wahnsinniger Dämon. Auserwählte Krieger, die die Elemente kontrollieren können. Wer soll sowas schon einfach so glauben? Und wieso sollte ausgerechnet ich einer dieser Krieger sein? Was ist mit dem Traum? Ein Zufall. Sowas soll vorkommen. Es gibt viele Menschen, die manchmal von einer immer wiederkehrenden Traum geplagt werden. Und wie erklärst du dir, dass wir alle denselben Traum hatten? Immer und immer wieder? Das ist sicher auch nur ein Zufall. Außerdem ist es... Das ist doch bloß ein Traum. Also, ich möchte euch nicht zu nahe treten, aber ihr macht mir nicht den Eindruck, als würdet ihr fest zu dem stehen, was ihr sagt. Kein Wunder, sie merkt wohl langsam selbst, dass sie einen Fehler gemacht hat. Ich versichere euch, glaubt ihr. Ich versichere euch, glaubt ihr, wir würden... Moment, ich versichere euch, glaubt ihr, wir alle würden dies nur tun? Ah, jetzt verstehe ich den Sinn. Ich versichere euch, glaubt ihr, wir alle würden dies hier tun, nur weil wir euch einen dummen Streich spielen wollen? Mein Gott, ich weiß es nicht. Das weiß ich nicht. Ich kann euch wirklich verstehen, Prinzessin. Ja, bitte? Erika? Ich wäre am Anfang mindestens genauso misstrauisch wie ihr. Das könnt ihr mir glauben. Warum glaubst du es nun doch? Was hat dich dazu verleitet? Es war der Traum. Dies und das, was Pat erzählte. Dies und das, was Pat erzählte. So. Es passte einfach zu perfekt, auch wenn es anfangs so absurd klang. Deswegen bin ich der Sache nachgegangen. Und nun ja, umso weiter ich voranschritt, desto mehr glaubte ich an das, was er sagte. Und außerdem... Außerdem? Ihr könnt uns vertrauen. Und ich glaube, dass auch Alex eine vertrauenswürdige Person ist. Bei Pat bin ich mir da allerdings nicht so sicher. Hast du denn nicht eben gesagt, dass du ihm vertraust? Ich sagte, dass ich ihm glaubte. Das heißt nicht, dass ich ihm auch vertraue. Ich kenne Alex nun schon seit Jahren. Er hätte wahrlich nichts davon, mich auf diese Art und Weise zu belügen. Heißt das, du glaubst uns nun endlich? Nein. Das gibt's doch gar nicht. Marlin, bleib ruhig. Hör zu, ich möchte euch etwas vorschlagen. Wir werden uns gemeinsam umsehen. Ich möchte es so tun, wie auch Erika es gemacht hat. Sollten wir wirklich diese Katakomben finden, von denen Alex mir erzählte, und sollte sich dort wirklich so etwas wie ein Tempel befinden, dann werde ich der Sache meinen Glauben schenken. Wie großzügig. Werd nicht wieder so frech. It's not a good idea. Wenn ich bei euch bin, können wir uns Zugang zu mehreren Bereichen des Schlosses verschaffen. Ich möchte nun endlich Gewissheit, deswegen sollten wir sofort anfangen. Solange ihr euch hier im Schloss umseht, werde ich am Stadtangang stehen und auf die anderen warten. Sollten sie in der Zwischenzeit hierher kommen, werde ich sie empfangen. Sounds like a deal. Und die Zeit geht so schnell rum beim Elements Destiny spielen, das ist so heftig. Die ist aber erst Level 15. Tja, was soll uns das sagen? Entweder... Tja, ist die zu hoch? Moment. So, Ausrüstung, Techniken. Okay. Verstehe. Gut, gut.
Ich denke, wir werden die Katakomben suchen und auch sicherlich noch finden in diesem Part. Aber bevor wir uns dann besser scharf schwimmen, meine Eltern, wir sollten erst einmal schauen, ob wir woanders fündig werden. Ja, die Katakomben, denke ich mal, werden wir finden. Ich werde dann ein wenig was leveln. Vielleicht gehe ich in die ersten paar Räume mal rein, beziehungsweise in den ersten der Katakomben. Und dann werde ich leveln, damit wir beim nächsten Part ein wenig mehr vorbereitet auf das Ganze sind. Und uns gegebenenfalls auch schneller bei den Gegnern vorbeikämpfen können. Ja, ich hab, ja, wir dürfen ja echt in mehr Bereiche. Das hätte ich ja gar nicht gedacht. Das ist ja, also... So, dann gucken wir uns jetzt das Buch nochmal an. Mir hat nämlich jemand geschrieben, ich soll mir das unbedingt merken. Und ich sollte mir das eine Buch merken, wo stand das Licht. Werd ich tun. So, was hier? Ich bitte euch, den Wegpfad zu machen. Wir würden uns gerne den Raum ansehen. Wie ihr befiehlt, Prinzessin. Ah, ja. Gut, dafür brauchen wir also einen Schlüssel. Abgeschlossen. Auf der anderen Seite des Gitters befindet sich ein Durchgang. Gibt es eine Möglichkeit, das Gitter zu öffnen? Ich weiß es nicht. Ehrlich gesagt bin ich gerade das erste Mal in diesem Zimmer. Es gibt doch mit Sicherheit einen Schlüssel, oder nicht? Das Gitter ist verschlossen. Also lässt sich das annehmen. Ich weiß, dass ihr das nicht gerne tut, aber vielleicht sollten wir... Solltet ihr weitere Räume freigeben, damit wir nach einem Schlüssel suchen können. Wir kommen wohl nicht drum herum. Aber ich warne euch. Wehe, ihr stellt euch am Ende doch heraus, dass ihr die Geschichte nicht der Wahrheit entspricht. Okay. Ich denke... Ihr geht zur Schatzkammer. Und wenn das nicht klappt, gehen wir wieder hoch zum Schlafzimmer der Eltern. Ich glaube nicht. Ja. Du sollst weitere Räume freigeben und ich glaube, du wirst hier nicht fürs Denken bezahlt. Du sollst uns heilen. Ekelhaft. Naja. So, da waren wir schon drinnen. Hier dürfen wir aber jetzt sicherlich rein, oder? Bitte macht den Weg frei. Wir müssen das Zimmer betreten. Aber Prinzessin, ihr wisst doch, dass euer Vater es gar nicht gerne sieht, wenn ihr ohne sein Wissen sein Zimmer betretet. Außerdem habt ihr Fremde dabei. Ich weiß. Aber es ist dringend. Ich bitte euch. Nun gut. Aber ich übernehme keine Verantwortung. Falls, da fehlt ein S, euer Vater verärgert sein sollte. Und der andere geht direkt symbolisch mit. Oh ja, hier werden wir was finden. Wahrscheinlich direkt hier. Ja, klar. Schlossschlüssel erhalten. Schön. Aber noch bin ich hier nicht fertig. Und die haben alle die gleiche Statue. Scheinbar hatten sie einen großen Drang zu Cäsar oder so. Ich bin mal gespannt. Achso, verstehe. Ah ja. Anderer Eingang. Mhm. Gut, gut. Gut, 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 gut. So, was sagst du? Ich bin nicht scharf darauf, mich mit dem König anzulegen. Also macht bitte schnell. Yo. Gut. Es wäre ziemlich unwahrscheinlich, wenn der Schlüssel jetzt nicht passen würde. Aber diese Option ziehe ich auch gar nicht in Erwägung. Ja, in die Schatzkammer dürfen wir nicht rein. Ich weiß. Fällt eh nicht auf, wenn da ein bisschen was fehlt. So. Ach, na komm. Klick, klick. So. Mhm. Wir sind nah dran. Sollen das etwa die besagten Katakomben sein? Nein, aber von hier aus können wir sie freilegen. Da ist ein Schalter, der die Katakomben-Crashers öffnen wird. So, so. Und wie funktioniert das? Der Knopf lässt sich drehen. Dann gilt es nur, den Eingang zu den anderen freigelegten Katakomben zu finden. Zu den anderen? Was sag ich denn da? Ja, du wirst das versuchen. Ich hätte gerne... hinterher merke ich, dass ich doch erst die andere Antwort hätte nehmen sollen. Naja. Was ist denn jetzt passiert? Bin ich die Einzige, die dieses Geräusch vernahm? Wir haben soeben die Katakomben geöffnet. Gehen wir. Wir müssen sie immerhin noch finden. Ja. Entweder... im Bücherregal, in der Schatzkammer oder in der Nähe von der Uhr. Ich denke mal, dass hier das Bücherregal durchaus was sein könnte. Nee. Ich hätte wetten können. Verdammt. Okay, meine erste Überlegung war falsch. Gucken wir mal in der Schatzkammer. Falls das nicht klappt, werden wir mal mit dem König sprechen.
Wieso gehe ich eigentlich davon aus, dass die hier im... Die könnte aber auch im Kerker sein. Wege über Wege. Hast du irgendwas zu sagen? Nee. Ja, reden wir mal mit dem... Blablabla. Reden wir mal mit dem König. Vielleicht sagt er, jo, geht in die Schatzkammer. Ist NP. GLHF. So. Na komm. Unsere Tochter muss noch viel lernen, um eine gerechte Herrscherin zu werden. Manchmal frage ich mich, woher unsere Tochter dieses Temperament hat. Keine Ahnung. Tja, dann würde ich sagen, gucken wir uns mal draußen um. Oder im Kerker. Ja, der Kerker ist näher. Ich denke, wir gehen erst in den Kerker. Hier war das Kochen. Oben waren wir schon. Das Einzige, was bleiben würde an Räumlichkeit, wäre die Schatzkammer. Naja. Aber Katakomben sind unten. Warum? Also. Ja. Abgeschlossen. Hier ist nichts. Auf den ersten Blick. Na gut. Es könnte natürlich auch in jeglicher Art von Haus sein. Aber ich schau mal bei der Uhr. Obwohl, Moment. Moment. Ich guck mal da oben, weil da war ja auch noch eine Steinwand. Die farblich hervorgehoben. Das meinte ich. Ich wusste gar nicht, dass sich so ein Ort direkt hinter unserem Schloss befindet. Nun weißt du es. Ich denke, wir sind da. Das ist mit ziemlicher Sicherheit die Katakomben von Crestor, Prinzessin. Das dann also die besagten Katakomben sein? Und woher soll ich wissen, dass ihr auch wirklich die Wahrheit sagt? Das könnte genauso gut ein ungenutzter Teil des Schlosses sein. Die Innenausstattung dieses Raumes ist völlig anders als die des Schlosses. Auch deswegen glaube ich nicht, dass dieser Raum zum Schloss gehört. Auch? Wieso denn auch? Wahrscheinlich, was auf dem Schild steht. Katakomben von Crestor, ja. Wie bitte? Lest selbst, bitte. Ja, na schön. Aber das beweist noch nicht, dass es auch diesen Tempel gibt, von dem Alex sprach. Deswegen sind wir ja hier. Damit ihr euch vergewissern könnt. Die Musik ist von... Oh, wartet. Donkey Kong Country 3 oder 2, glaube ich. Das Unterwasserlevel müsste es sein. Gut, dann lass uns einfach weitergehen. Ja. Gut, sagen wir mal, wir gehen so lange... What the fuck? Nur wenn er in der Lage ist, die folgende Frage richtig zu beantworten, darf passieren. Jeder, der sie falsch beantwortet, wird die Konsequenzen für sein Versagen tragen müssen. Welches der folgenden Materien zählt nicht zu den Grundbausteinen unserer Welt? Donner, Licht, Selbstverständlich wusste ich das. Und ich wollte euch zeigen, was passiert, wenn ihr die falsche... Naja, Moment, Moment. Nimm mir so ganz klar Donner. Dass Donner halt die falsche Antwort ist. Leute, also ihr könnt mich nicht jedes Mal unterbrechen. Das ist... Ich meine, hallo. Wo kommen wir denn da hin? Also, das senden sie mal zum zweiten Mal. Das ist ganz klar gestanden. Also, was denn sonst? Also, ihr könnt euch immer anstellen. Also, fuck. Na gut, eine Frage. Wie viele Elemente stehen für das Gleichgewicht unserer Welt? Es müssten eigentlich 8 sein. So good. I'm so good at this game. Gib. Lichtring. So, den kriegt Malin, denke ich. Die hat nämlich nur ein Feuer. Oh, ist eigentlich egal. Wo wahrscheinlich hat sie noch... Oh, hier, Holzkeule, Stahlhammer. Wie? Ich kann ja nichts anziehen. Na, wahrscheinlich, weil sie noch nicht... Heißt dieses Rote, dass wir sie noch nicht wirklich beherrschen, quasi, oder? Naja. Wie lautet die richtige Bezeichnung des folgenden Elements? Naja, okay. Alter, aber die Idee ist schön. Elementargeist, Alter, selbstverständlich. So. Oh, fuck. Ah ja, cool. Klick. Das Tor lässt sich nicht öffnen. Ja, und jetzt?
Aha, Moment. Nein. Gegenstände. Nein. Techniken, nein. Techniken, nein. Techniken, nein. Techniken. Das Tor lässt sich nicht öffnen. Wie ich es mir dachte. Das Ganze war bloß Zeitverschwendung. Nein, uns fehlt bloß der Schlüssel. Wenn wir den haben, dann... Schluss damit! Ich habe keine Lust mehr, mich an der Nase herumführen zu lassen. Wie konnte ich auch nur eine Sekunde lang daran glauben? Schlüssel her, Schalter dort und nun stehen wir doch in der Sackgasse. Aber Prinzessin, es gibt wirklich einen Schlüssel und wir brauchen ihn um... Steve? Sind Sie das? Was? Steve ist hier? Fuck. Steve, tatsächlich, Gott sei Dank, ich bin froh, dich zu sehen. Wenigstens einer, der mich mit diesem Blödsinn in Frieden lässt. Don't do that. His shimmering Lila. Ah, verstehe. Prinzessin Rika, nicht wahr? Was? Was soll die Frage? Natürlich, wer denn sonst? Hast du dich dazu bereit erklärt, diese Subjekte bei ihren Plänen zu unterstützen? Was ist mit deiner Stimme passiert und warum redest du so seltsam? Unwichtig. Hast du oder nicht? Was soll das? Lass mich los, du machst mir Angst. Oh, naja. So wie es aussieht, bist du auf ihrer Seite. Prinzessin, lauf weg. Schnauze, du musst noch besser werden. Ist der schizophren? Nein, ich glaube, da steckt etwas anderes dahinter. Ich werde nicht zulassen, dass ihr euren abartigen Plan in die Tat umsetzt. Deswegen ist hier für euch Endstation. Wovon sprichst? Wow. Ja. Mehr! Mehr! Was ist denn jetzt passiert? Wer zum Teufel ist das? Hör auf, hier rumzuschauen und rüste dich lieber zum Kampf. Der wird uns wohl kaum freiwillig gehen lassen. Bitte? Hast du dieses Ding mal angesehen? Meines Wissens nach nennt man so etwas einen Drachen. Das sehe ich selbst. Aber wir haben doch keine Wahl. Ich sehe doch auch, dass deine Hände zittern. Also lass die klugen Ratschläge. Oh, ich wusste doch, dass ich den richtigen Wirt auserwählt habe. Wirt? Denkst du dasselbe wie ich, Erika? Zeit zu sterben. Prinzessin, pass auf! Du hinterlistige Bestie! Das sieht gar nicht gut aus. Nein, warte, Marleen! Warte. Erst Rika, dann Lia und nur noch Marleen. Dafür wirst du bezahlen! Ich muss sagen, ich hätte gar nicht gedacht, dass ein Menschenfleisch so lecker ist. Warte nur. Verdammt, nein. Da habe ich dich auch endlich erwischt. Leistet ein Freund noch ein wenig Gesellschaft. Cool. Wir sind im Mageninneren. Bumm. Sie kommt zu sich. Sie denkt sich, the fuck? Wir leben noch? Wir hatten Glück im Unglück. Die Bestie hat uns in einem Stück runtergeschluckt. Ja, spricht für den Intellekt dieser Bestie. Seid ihr soweit in Ordnung? Ja, wir schon. Aber ich glaube, unsere Prinzessin sieht das etwas anders. Verstehe. Kommt, wir sprechen mit ihr. Wir müssen uns ohnehin überlegen, wie es nun weitergehen soll. Ja, wie es weitergehen soll, werden wir aber nicht jetzt entscheiden, sondern erst am nächsten Part. Leute, ich sage danke fürs Zugucken bei Let's Play Elements Destiny und wir sehen uns morgen, beziehungsweise im nächsten Part. Tschüssi!